Willkommen zurück zu Kirby Space Program. In der letzten Folge wollte ich entscheiden, was ich mir hier an Forschung hole. Und diesmal wird es Science sein. Ganz einfach Science. Weil was ich jetzt geplant habe, war, da wir jetzt schon mal locker Orbits machen können, wollte ich mal gucken, dass wir ein bisschen. Ich zeige euch einfach mal, wie man auf Kirbeln immer noch ein bisschen Forschung holen kann, ohne dass man großartig schon zum Moon müsste und sich davon verplant, etc. Also fangen wir doch am besten jetzt einfach mal an. Wir können eigentlich mal kurz noch gucken, bevor ich jetzt hier weitermache, was wir hier noch machen können. Wir hätten dann noch 75.000. Wir können aktuell nur 30 Parts bauen. Wir machen ein Upgrade. Gucken gleich mal, was wir noch an neuen Aufträgen kriegen könnten. At the Lunch Site, genau. Der Sumper, der ist auch relativ groß, den können wir auch benutzen gleich damit. Orbiting, Orbiting. Okay, gut. Was können wir noch für Orbiting? Swivel, wir könnten die Swivel. Dafür müssten wir aber auf 308. So hoch müssten wir eigentlich eh gleich, weil das gehört zu meinem Plan dazu. Wir haben noch E3 Aufträge, die wir mitnehmen können. Hammer Solid Field Booster Orbiting. Ach, das Ding durchschleifen, das wäre ziemlich dämlich. Okay, dann haben wir das. Und wir fangen an zu bauen. Was ich euch heute zeigen will, ist, wie wunderbar ein Polar Orbit sein kann. Deswegen fangen wir doch mal ganz simpel an. Wir bauen unser Wissenschaftspaket zusammen. Aber ihr werdet euch jetzt wundern, dass ich das abspringbar mache. Ich will einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass wir auch gut runterkommen. Also mehr oder weniger nur die Kapsel, dass die runterkommt. Deswegen einfach die Kapsel so zusammengebastelt. Der ganze Spaß hier gegen Batterien. Schön symmetrisch, schön symmetrisch. Dazu packen wir zwei Barometer. Oder? Na doch, für den Test, die nach oben gehen. Zwei Thermometer. Also ich brauche mir alles nur einmal, so wie ich das vorhabe. Und das werde ich auch gleich sehen, was ich vorhabe. Die Goose. Zweimal. Und eine Antenne bräuchten wir. Die Antenne nehmen wir dauerhaft mit. Was ich schon selbst herausgefunden habe, war, dass diese Antenne hier nicht zwingend besser ist. Oder beziehungsweise, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Antennen liegt. Preislich gesehen und von der Leistung her liegt darin kein Unterschied, außer dass man diese hier, die Communitron S16S, statt das 16er Modell, die 16S, diese Doppelantenne hier, nicht in der Atmosphäre ausfahren muss, also die praktisch auch bei Windwiderstand senden kann, was diese hier nicht kann. Und da steht auch, glaube ich, extra dabei, Deployable Antenna with, rated for 1,0 Kilopascal Dynamic Pressure. Hier steht das nicht dabei. Das bedeutet ganz einfach, die, wenn man die ausfährt oder in der Atmosphäre benutzt, fliegt einfach weg. Gut, jetzt so viel ewig Zeit haben wir auch nicht. Also Heat Shield, die Kabel war. Oh, eins habe ich vergessen. Ja, eins habe ich vergessen. Das wäre eigentlich jetzt Cancel. Orbiter 4. Orbiter 4. Save und Exit. Jetzt habe ich natürlich schon unser fast komplettes Geld für. Ach, wir haben ja stimmt, du hast durch die Aufträge gekriegt. Das geht also. Hier Kerbal Scan, Perform EVAs. Genau, das brauchen wir nämlich auch. 28.000, mehr darf unsere aktuelle Rakete jetzt also nicht kosten. Somit sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Und weil unsere Rakete nur 28.000 kosten darf, spare ich doch jetzt gleich mal ein bisschen Geld, also. Gucken
gucken wir doch mal, was machen wir jetzt sparen. Wir sparen jetzt 900 für ein weiteres, für ein weiteres Barometer. 880 für Barometer. Weil ich habe die jetzt erstmal doppelt mitgenommen. Und für ein Lu sparen wir weitere 800. So, genau. Gut, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir an sich nur noch eine Stufe, die uns dann auch nach oben bewegt. Und eine, die uns aufbringt. View Lines haben wir noch nicht, ne? Das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Okay, doof. Dann haben wir das. 1, 2, 3. Darunter kommt ein Swirl. Und dann basteln wir uns hier schon mal das alles zusammen. Den Decoupler brauchen wir als allerletztes. Parachutes dann separat. Das und das kann zusammenkommen. Genau. Dann basteln wir uns hier 4 Stück drunter. Genau. Zack. Weitere Tanks. Das ist unsere Stufe, die uns dann auch mehr oder weniger erstmal durch die Atmosphäre ballern wird. Island Empty Swivel. Wir brauchen nicht so viel Power, uns reicht es aus, wenn wir steuern können. Und damit wir gleich den Test kriegen, was haben wir denn nicht noch als Tests übrig? Wir haben den Sampa at the Large Side. Das ist der große hier. Obwohl, den konnten wir schon vorher verbauen. Also, es ist ganz nützlich, Tests anzunehmen, weil dann hat man nämlich auch die Möglichkeit, die Teile vorzeitig zu verbauen, bevor man sie erforscht. Wie denn jetzt am dümmsten? Das Sampa ist extrem kräftig. Was machen wir? Ich glaube, die basteln wir außen dran. Gucken wir mal erstmal das hier. Winglets. Zack. Und die kleineren oben. So, dass es schön pfeilförmig ist und es auch gut in der Spur bleibt. Structure Parts. Naja, das wird ein bisschen bobbelig, glaube ich. Weil, dass die Rakete sehr stabil ist, ist wichtig. Was ich nämlich gleich vorhab, werdet ihr auch sehen. Testen wir den Sampa doch mal bis später, weil der ballert ganz schön. Wenn das jetzt anfängt, wie wild zu wobbeln, haben wir nämlich auch nichts davon. Den Radial Amount. Den Radial Amount. Okay, gut. Da wir den Radial Amount testen müssen und sowieso mitnehmen sollten, bastel ich das ganze Spiel doch so rum. Und wir nehmen den Radial Amount dann mit. Das ist der MK2 Radial Amount. Der 12R. Ah, der 12R ist der kleine, der Bremsfallschirm. Na dann, holla die Waldfee. Los geht's. Aber der ist eigentlich ganz putzig und, und gut zu handeln. Aber eigentlich könnte uns auch einer von denen ausreichen. Also den MK2 müssen wir nicht mitnehmen, den blauen hier. Und der dürften eigentlich reichen. Zur Not schmeiße ich das Hitzeschild ab dann. Stack die Decoupler at the launch site, Swivel Orbiting. Ach, was hab ich? Ich habe die Swivel ja nicht für den Orbit mitgenommen, ne? Ah, ich glaube, das reicht uns. Dann nehmen wir die Swivel mit. Die wir im Orbit benutzen, auch wenn die nicht so effektiv ist. Kommen wir damit, glaube ich, schon hin. Da nehme ich aber trotzdem noch mal ein bisschen mehr Sprit mit. Ne? Okidok. Also, Swivel Orbiting, Stack Decoupler. Davon bauen wir einfach mal einen hier unten drunter. Der ist der erste. Was noch? SFR haben wir dabei. Den kann man auch relativ gut bei hohen Geschwindigkeiten zünden. Also wir müssen aber natürlich unter 180 kommen, werden wir sehen. Und den Sumper, den Sumper, den Sumper. Den Sumper.
Ach, machen wir es doch ganz doof. Dass wir da nicht extra was hier starten müssen. Basteln wir. Oder? Ach, wir nutzen es. Nehmen wir doppelte. Ach, das geht ja nicht. Na. Machen wir es einfach, oder? Ach, wisst ihr was? Wir machen es ganz beschissen. Das wird jetzt zwar ein bisschen heikel, aber wir kriegen das schon hin. Ich probiere das gleiche Spiel wie vorhin, aber diesmal mit dem Thumper. Und hoffen einfach auf das Beste. So. Okidok, der Thumper zuerst, aber mit vollster Leistung. Abspringen. Die zünden wir am besten gleich mit. Die vier Stück absprengen. Dann die vier absprengen. Zündung von der Stufe, genau. Abtrennung und Zündung von mit der gleich zusammen. Dann das hier aus. Ich hoffe, wir haben dann noch genug Kontrolle. So. Und weil es so schön ist, haben wir ja immer noch den 18a testen müssen in der Lunchzeit. Den zuerst. Jetzt müssen wir aber verdammt fix sein. Außerdem wird es jetzt ein bisschen heikel, weil wir haben nämlich keine Piloten, kein SRS, wir haben nur Bob. Dann saven wir das Ganze mal. Und jetzt müssen wir verdammt schnell sein. Also, bevor uns das Ding halt umkippt. Absprengen, Zündung, Zündung, absprengen, separat, absprengen, Zündung, genau, die und der zusammen, absprengen, Zündung, und dann müssten wir eigentlich schon oben sein. Gut, dann hätten wir das, und drück die Daumen, was, not enough founds, okay, viel zu viel, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, wo gehen wir 1000 her? Dadurch wird es nicht billiger. Der Thumper kostet uns, glaube ich, schon 1000. Ja. Oh, wir sind dann pleite. Okay, Plan ohne Thumper. Machen wir den doch später. Zack. Also muss der hier zuerst kommen. Die 4. Tuck, tuck, tuck. Wir sind am Rande des Ruins. Safe and lunch. Okidoki. Oh, ach, Revert Flight. Sorry, da habe ich mich jetzt verdrückt. To lunch. Ja, to lunch. Das tut mir leid, da habe ich mich jetzt verdrückt. So, okidok, wir throttlen hoch und wir geben Vollgas. So, damit hätten wir schon mal 4000 verdient. Und jetzt, unüblich, ziehen wir mit unserer Rakete gen Norden. Jetzt muss ich natürlich alles selbst machen, was ein bisschen doof ist. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn ich jetzt nicht großartig reden oder erklären kann, tut es mir leid für euch. Das müsst ihr jetzt einfach mal ertragen. Nicht das Schweigen oder das Blödlabern, weil jetzt muss ich das machen, was normalerweise mal das SAS macht. Weil Bob ist natürlich zwar irgendwie in der Lage, was zu steuern, aber er kann die Kiste einfach nicht ruhig halten. Deswegen werde ich hier gebraucht. Wenn wir gleich auf Orbit umschalten, ja genau, sehen wir, wo wir hinziehen müssen. Damit wir nämlich einen perfekten Polarorbit kriegen. Wir kommen immer quasi ziemlich gut hoch.
Geschwindigkeit haben wir auch ganz gut. Wir können uns runterfordern. Die Kiste ohne SRS gerade zu halten, das ist nicht gerade leicht manchmal. Vor allen Dingen, wenn sie sich in Wind eindreht und dann, oh, ganz böse. Deswegen habe ich da auch zwei Tailfins dran. Das war eine schöne Separation. So. Okido. Ich glaube, wir können mal kurz runterrollen. Oder Maschine aus. Kurz gucken. Apoapsis. Jo, genau. Haben wir doch. Ein bisschen höher können wir noch. Und dann würde ich schon mal sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Hier mit mir, Zach Foyne.